Es ist soweit, wir fahren heute zum Whiffle Falls auf dem Flugplatz. Huitzjora, das ist so ein komischer Name. Wir haben bereits unsere Taschen gepackt, ich bin halbwegs fertig und es dürfte dann auch bald losgehen. Wir müssen nur noch das Auto packen und ich kann endlich mal das erste Mal meine Kutte ausführen. Die ist zwar noch ziemlich leer, ich zeige euch mal, wie sie bisher aussieht. Also da haben wir einmal 5-Finger der Front, ein Backpatch von Behemoth. Einmal eine Marv, dann 666, ich glaube, das ist auch irgendein Bandlogo, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich wollte einfach nur eine 666 drauf haben. Dann hier unten, Deserted 4, Metallica. Ja, ich bin schon ziemlich aufgeregt und nicht wundern, ich werde während des Falls mit meinem Handy filmen. Ich hoffe, dass der Akku reicht, ich hoffe, dass der Speicherplatz reicht. Die Qualität wird nicht so berauschend sein, aber die anderen werden ja bei Konzerten auch noch was filmen und das werde ich mir wieder alles schicken lassen und es wird bestimmt ein cooles Video zusammen. Schlepp, Sklave, schlepp. Das ist unser Metal-Frosch. Der kann Headbang und der kann aber auch sein Haar in den Wind gleiten lassen. Sieht aus wie so ein Power-Metal-Frosch. Das ist unsere Froschiline. Froschiline, na toll. Jetzt unser Bierchen. Wir fangen jetzt an zu grillen. Unser Bändchen haben wir jetzt auch endlich abgeholt. Jetzt habe ich zwei. Also ich denke, das Fors wird gut. Hi! Es ist der erste offizielle Tag beim Festival. Und mein Papa schläft immer noch. Das heißt, Frühstück wird sich wohl noch eine Weile rausschieben. Aber heute haben wir auf jeden Fall schon ein paar Bands, die wir feiern werden und wo wir hingehen. Das ist das wundervolle Running Order Programmheft. Plan, wo alles ist. Und heute steht bei uns, die wir auf jeden Fall sehen wollen, an. Deserted 4. Six Feet Under, Slayer, Walls of Jericho vielleicht, mal gucken. Und die Knüppelnacht, wenn wir so lange durchhalten, auf jeden Fall Wader und Endstille, mal gucken. Am Samstag dann wollen wir auf jeden Fall sehen. Also ich zumindest, Rebuttal the Bread with Butter, Behemoth, Hatebreed, naja, Fußball-EM muss jetzt nicht unbedingt sein, immer eine Marv. Also Samstag wird gechillt. Sonntag will ich auf jeden Fall sehen. Five Finger Death Punch, ist ja wohl klar. Ja, und Vark, wenn wir das noch schaffen. Ja, dann könnte das ganz lustig werden. Ja, dann werde ich, denke ich, mal weiterfilmen, wenn dann die ersten Konzerte sind, dass ich noch ein bisschen Akku spare, weil mein Handy ja bekanntlich nicht so geil in der Sache ist. Und dann mache ich das jetzt erstmal aus und wir sehen uns später. Als erstes geht's zu Deserted 4. I'm gonna go.
Also Deserted 4 war auf jeden Fall geil. Wir haben noch ein bisschen rumgeguckt. Ich habe mir auch zwei Patches geholt von Volbeat und einmal von Slayer. Dann war ich dann auch an so einem Peter 2 Stand, habe ich mir ein paar Aufkleber mitgenommen und eine vegane Wiener, weil ich mich für so ein veganen Kickstart-Programm eingetragen habe. Die können wir dann noch vom Grill hauen. Tag auf dem Full Force. Der war gestern auf jeden Fall geil. Bin ein bisschen gerädert, weil unsere Matratze einfach keinen Bock mehr hatte und die ganze Luft einfach raus ist. Ich liege quasi auf dem Boden. Und Leute, es ist nicht mehr feierlich. Bei Partisan war das okay. Mit Müll
ist alles klar gegangen, aber ich verstehe nicht, wie man hier sich noch wohlfühlen kann, feiern kann, beziehungsweise sich betrinken kann, wenn man in so einer Müllhalde lebt. Das ist so widerlich. Ich würde am liebsten, wenn die alle Wichse mal mit dem Müllbeutel durchgehen und, oh, ey, ehrlich, ich kriege hier die Krise. Ich frühstücke jetzt auch immer im Zelt, weil ich mich nicht raussetzen kann. Es geht einfach nicht. Also Leute, we butter the bread with butter, also the Butter Gang. Der Name ist mir zu schwierig. Ja, die spielen bereits. Wir haben es ein bisschen verspätet. Aber wir sind auf dem Weg zur Bühne. Wir haben gerade viele bunte Luftballons gesehen. Und ich weiß jetzt, wie man den ganzen Müll aushalten kann. Einfach ein gesunder Alkoholpegel. Alkohol ist nicht gut für den Kopf. Ja, auf dem Festival geht das. Thank you.
Street spielt. Und ja, dann wird gehüpft und gehoppelt und abgegangen. I mean, that's okay. It's not terrible. It's just not great. Because we know that every time we come here to World Fall Fours and to Germany, Deutschland, you guys prove to us that you are the loudest, meanest motherfucking metalheads in all of Europe. Right? Well then, let's do this one more time and let's hear you scream it like you fucking made it! The song is called Death in Fire! Death in Fire! Death in Fire! Death in Fire! That's how you do it! Oh!
heute der dritte und letzte Tag auf dem With Full Force. 2016 ist angekommen. Es wird immer dreckiger, aber mittlerweile ist mir das irgendwie scheißegal. Weil bei uns ist es relativ sauber und so soll es auch bleiben. Zusammen waren ja eigentlich um 22.40 Uhr immer eine Marv dran. Aber dann, ja, die haben noch das Fußballspiel zwischen Deutschland und Italien übertragen und dann war ja Verlängerung und was hat. Ja, Elfmeterschießen, das hat Ewigkeiten gedauert. Ich war richtig genervt, wirklich. Aber die meisten waren genervt. Also, ich denke mal, mindestens 40% von Leuten, die dazugeguckt haben, wollten das nicht sehen, sondern immer nur Marv. Ja, aber dann haben die so eine krasse Show abgemacht. Vor allem hat er gesagt, auf Deutsch, ich gratuliere zum Einzug ins Halbfinale und dann wollen wir das feiern mit Heavy Metal und dann kurze Stille und wir feiern es mit Bier. Das ist eine geile Stimme. Und die Show war wirklich gigantisch, die Performance war einfach perfekt und diese Drachen auf der Bühne, das war so geil. Leider hatte mein Handy-Akku mal wieder keinen Bock. Ich hatte noch 60%, als ich angefangen habe und das ist einfach mal auf 10% runter, deswegen konnte ich nur den Anfang filmen, den Rest hat Papa noch ein bisschen gefilmt. Badewanne. Wir haben gerade noch Bad Religion gesehen. Englisch-Leistungskurs. Also nur weil ich Englisch-Leistungskurs bin, heißt es nicht, dass ich das kann. Wir wollten jetzt eigentlich noch Vark und Trivium sehen, aber jetzt hat es halt so angefangen zu schütten, dass wir dachten, nö, dann machen wir 9:30 wieder vor, dass ich ganz vorne in die erste Reihe bei Five Finger Woman Punch, Five Finger Death Punch komme. Song von Bad Religion kommt jetzt. Religion. Böse Religion. Schlechte Religion. So recht. Religion. Religion. Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Pikachu. Oh, das windet, Alter. Das ist Matt. Aber irgendwie ist schön kuschelig hier. Kuscheln! Ich hoffe, man versteht mich überhaupt bei diesen Regenschauern. Meine Stimme ist irgendwie fast weg, das ist verschlimmt. Vor allem habe ich voll den krassen Wortwitz gemacht, ja. Aha, sollte Alex vorsichtig sein und ich so, sei vorsichtig. Ich muss leer. Das kloppt einfach. Ja, ich lebe noch! Wolkenbruch, Leute! Scheiße! I'm sorry.
fünf Stark. Und stay burn, motherfucker burn, motherfucker burn. Yes. Now we're gonna do this together. When I start this, I wanna see you guys go fucking crazy. Say burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Familiar with you guys, and we fucking wanted to bring a whole bunch of fire and smoke and cool shit, but instead I brought this. Lighters and cell phones, let me see you. Come on, Germany. That is fucking beautiful. And this one's called The Bleeding. Keep them up!
When I say five finger, you say left punch. Five finger. Left punch. Five finger. Left punch. Don't you ever forget it. Ja, das war's jetzt. Wir sind wieder zu Hause, kultiviert und geduscht und... Ich noch nicht. Ja. Wie fandet ihr's? Cool. Yeah. Also auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Also ich fand für uns alle, war wirklich das absolute Highlight am Mann im Morf. Also niemand konnte denn ihre Performance toppen. Das war schon echt heftig. Dann wurde ich noch dazu angehalten, die Story der Force-Legende 2016 zu verbreiten. Da kamen zwei Typen auf uns zu und da hat er gesagt, bei dem mit auf dem Zeltplatz wohnt einer, der hat jetzt so eine richtig krasse Narbe im Gesicht. Im Circle Pit ist er mit dem Typen, der uns das erzählt hat, mit dem Klappfahrrad von dem, in die entgegengesetzte Richtung vom Circle Pit gefahren. Hat sich dann dreimal überschlagen mit dem Fahrrad und ist mit dem Gesicht auf die Klinge gefallen. Und deswegen hat er jetzt so ein übelste Narbe. Und das ist nämlich die Story von der Force-Legende 2016. Dann wie immer das gleiche Gelaber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr das gerne teilen auf allen möglichen Netzwerken, wo ihr seid. Was weiß ich, Facebook, sonst was. Gebt einen Daumen nach oben und erzählt mal, wart ihr auf dem Force, würde mich mal interessieren. Was war für euch so die beste Band der ganzen Woche? Für alle, die nicht da gewesen sind, welche Bands hättet ihr denn gerne mal gesehen? Beziehungsweise habt ihr vielleicht separat mal gesehen? Würde mich auch mal interessieren, schreibt es alles in die Kommentare. Letztes Jahr waren wir auf dem Partisan Festival. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das packe ich euch mal in die Infobox. Und dann war es das jetzt von mir auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.